Leute, wir starten den heutigen Shortstag mit ein bisschen Minecraft. Richtig coole Minecraft-Mobs, die es leider nicht ins Spiel geschafft haben. Nummer 1 ist das Erdmännchen. Es sollte beim Biom-Voting 2018 mit der Wüste ins Spiel hinzugefügt werden. Gewinner dieses Mob-Votings war aber die Tiger und so wurden Füchse ins Spiel hinzugefügt. Oh, finde ich aber auch cool, weil ich mag eigentlich die Füchse. Zugefügt. Nummer 2 ist der Geier. Genau wie das Erdmännchen konnte er sich beim Mob-Voting 2019 gegen den Sumpf mit Fröschen und den Bergen mit Ziegen nicht durchsetzen. Das letzte Mob auf der Liste, was es leider nicht ins Spiel geschafft hat, ist der Glare. Er hätte die Fähigkeit, dunkle Bereiche zu lokalisieren, welches das Licht Level 0 haben. Welches Mob fehlt dir in Minecraft? Ah, das wäre an sich für mich richtig praktisch, aus dem einfachen Grund, dass ich bei mir irgendwie es immer hab, ja, mit Ausleuchten und so weiter. Das war immer GLPs Sache. Was ist das denn? Also, du wirst da hochgezogen und dann geht's ab, oder was? Das ist ja ganz geil. Zack und runter. Würde ich auch machen. Wie man als Kind seine Eltern ausgetrickst hat. Mama, kann ich vielleicht 5 Euro für einen Fortnite-Skin haben? Wie bitte? Ich hab dir doch erst vor 2 Monaten 5 Euro für dieses Aussehens-Ding da gegeben. Ich glaube, es hackt wohl. Du musst den Umgang mit Geld lernen. Glaubst du, ich bin ein Goldesel oder was? Nein. Das Krasse ist, als Paletto noch jung war, da gab's keine Ingame-Käufe oder sonst was. Da gab's immer das Hauptspiel. Und wenn es neuen Kram gab, dann hieß es Add-on. Da gab es sozusagen einen Zusatzteil zu dem Spiel. Aber so Ingame-Käufe waren verpönt. Glaube ich nicht, aber der ist so cool. Nein, auf gar keinen Fall. Hallo Gertrud, ach wie schön es ist, dass wir es endlich mal geschafft haben, uns zu treffen. Ah, jetzt? Oh, wenn jemand dabei ist. Finde ich auch, liebe Gabriele. Sag mal, ist das Moritz? Boah, bist du groß geworden. Jetzt fragt er nochmal nach. Ja, du auch. Warte mal, jetzt kann sie ja gar nicht Nein sagen. Mama? Ja, mein Schatz, ich wollte noch mal wegen den 5 Euro fragen. Kann ich die vielleicht doch haben? Das wäre so toll. Ist das wirklich so? Ja, natürlich, mein Schatz. Bitte die 5 Euro. Danke. Kostet ein Skin 5 Euro? Ich schicke dieses Video an eine Person, die nie was mit dir unternehmen will. Doch genau du. So, du kleine Bitch, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich hab dir zwar geschrieben, doch du lässt mich aufgelesen. Naja, egal, ich frag dich jetzt, hast du vielleicht Zeit? Ich würde dich gerne treffen, vielleicht bald. Wenn du broke bist, dann geht alles auf meinen Nacken. What the fuck, als Maul, bis jetzt hab ich immer gezahlt, auch wenn du Geld hast, du scheiß Geier. Was? An einem Strand in der französischen Region Saint-Brevin-le-Port findet man dieses verlassene Skelett. Ah, das ist doch nicht echt. Das ist doch so eine Konstruktion, also hier irgendwie sowas Künstlerisches. Eine 130 Meter lange. Ja, okay. Je niedriger das Wasser steht, desto mehr scheint die Kreatur aus dem Ozean hervorzubrechen. Ja, das ist nicht echt. Doch trotz seiner Schönheit birgt dieses Skelett auch eine dunkle Seite, denn es symbolisiert eine Art Naturnostalgie. Die Verschmutzung des Ozeans durch den Menschen tötet nämlich nicht nur das Leben darin. Oh, das ist so ein Seepferdchen. Sondern auch unsere Vorstellungskraft seiner Wunder. Zumindest ist das die Botschaft, die Huang Yongping übermitteln wollte. Die riesige Seeschlange ist nämlich ein Kunstprojekt. Was ich mich frage, gab es wirklich mal so große Seeschlangen? Und wurde bei der finalen Estuaire-Ausstellung im Jahr 2012 vorgestellt. Das Skelett besteht aus Aluminium, aber es verändert sich mit der Zeit. Pflanzen und Meeresbewohner sammeln sich auf den Rippen der Kreatur, genau wie vom Künstler vorgesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das hier ist eines der coolsten Kunstprojekte, das ich jemals gesehen habe. Ja, mit sowas kann ich auch was anfangen. Ich meine, Kunst ist ja was irgendwie total, ja, wie sagt man, jeder sieht Kunst irgendwie anders. Ich kann zum Beispiel, wenn manche gehen ja ins Museum und dann ist da so Kunst ausgestellt, dann ist da so 5 Farbkleckse und dann interpretierst du das, ja, der Künstler wollte den Farbklecks irgendwie links, rechts, weil er irgendwie gerne über Rot gefahren ist. Wo du dir denkst, so, was? Ich war sowieso nie gut im Interpretieren. Der Erste, der hier auf der Gamescom weiß, wie mein Name ist, bekommt diese AirPods. Denn die Leute kommen immer her und sagen, ey, bist du nicht der Typ von TikTok? Bist du nicht der, der seine Mutter spielt? Aber keiner weiß meinen Namen. Weißt du, wie ich heiße? Bist du auch dieser Finnel, oder? Leider nicht. Ey, mein Bester, weißt du, wie ich heiß? Nein, aber ich folg dir. Ey, wisst ihr, wie ich... Nein, aber warte, was? Es gibt Leute, die nicht wissen, wie er heißt, aber er weiß es ja, die... Was? Das ist krass. Konrad. Levi? Levi. Revi und Levin. Okay, Jungs, jetzt wichtige Frage, wie heiß ich? Oder Levin. Levin Ray, natürlich. Jungs, heute ist euer Glückstag. Ihr habt AirPods gewonnen. Oh mein Gott, nein. Ja, toll, kriegt jeder einen, oder was? Gucken, wie er das macht. Schnick, schnack, schnuck und die AirPods. Oh nein. Yeah. Vielen Dank. Ciao, haut rein. Oh, aber beide total happy. Das ist so diese kindliche, ehrliche Freude.
Wisst ihr, was ich meine? Ein Obdachloser findet 100.000 Dollar. Was macht er wohl damit? Direkt am ersten Tag hat er Geld verschenkt, zwei neue Autos gekauft und allen, die er kennt, von dem Geld erzählt. Keine 24 Stunden und die Hälfte des Geldes war weg. Er hat sich trotzdem geschworen, er wird nie wieder obdachlos sein. Aber er hat ein halbes Jahr einfach nur richtig gelebt und nicht an die Zukunft gedacht, bis das Geld weg war. Und dann ist er wieder auf der Straße gelandet. Die 100.000 Dollar kamen von einem Fernsehteam, welche den Typen 2005 quasi für eine Sendung benutzt haben. Repräsentativ für jeden Obdachlosen ist das definitiv nicht. Eigentlich ist das irgendwie richtig abgefuckt, aber sowas wollen Leute halt sehen. Ja, das ist wirklich eine an sich eine krass creepy Masche, weil du gibst jemandem 100.000, aber dann unter der Prämisse, dass man alles filmen darf, weißt du? Es ist ja, die haben das ja nicht gemacht, weil sie irgendwie jemandem helfen wollten, sondern sie haben es gemacht, weil sie eine Serie darüber drehen wollen. Und wahrscheinlich haben sie mit diesem Sendeplatz mehr als 100.000 verdient. Ich mir Gespräche im Lehrerzimmer vorstelle. Und Micha, was machst du heute? Ich korrigiere die 6b. Oh Gott, die Problemklasse. Wie viel schreibt der Junge denn? Ach, ich überfliege mittlerweile auch nur noch. Ey, ich glaube, Lehrer lästern so übertriebenst. Wirklich, ich glaube, das geht ready ab. Also, Idee, was ich in den Test reinpacken kann? Ja, am besten Aufgaben, die gar keinen Sinn ergeben. Sowas wie, wie viele Gurken braucht Johnny Sins, um sein Auto zu reparieren? Aber warte mal, woher sollen die das denn wissen? Das ist ja der Witz. Und dann drücke ich ihnen noch den Spruch rein, das ist alles Stoff der dritten Klasse. Das ist du, was ich will. Das ist die heißen Mütter beim Elternsprechtag. Wieder. Du alter Player. Ja, das gibt's doch bestimmt, dass so ein Lehrer mal mit so einer Mutti oder eine Lehrerin mit so einem Falli durchgebrannt ist. Tausendprozentig, oder? Ist Mr. Beast wirklich das teuerste Auto der Welt gefahren? In seinem letzten Video ist Jimmy Donaldson, aka Mr. Beast, viele extrem teure Autos gefahren. Egal ob Ford GT, Koenigsegg Vader, McLaren F1 oder dieser ganz spezielle Wagen. Ah ja, das ist, warte, irgend so ein Ferrari. Ferrari 125S. Das ist auch das, was ich bei Car for Sale meinte, also beim Autohändler-Simulator, dass es halt sein kann, dass so ein Auto auch ins Spiel kommt und du halt richtig viel Kohle brauchst dafür. Mit einem geschätzten Wert von 100 Millionen Dollar. Aber Moment mal. Gibt es da nicht noch was Teures? Ja, und zwar kein geringerer als dieser Mercedes 300 SLR Uhlenhaut. Der Preis wird euch umhauen, denn bei einer 250 Millionen Heimauktion im Mai 2022 im Stuttgarter Mercedes Museum wurde dieses Auto versteigert. Und jetzt schnallt euch mal kurz 250, an. Dieser 300? Ganz besondere SLR ist einer von nur zwei jemals gebauten Modellen und kam für einen unglaublichen Preis von 135. Okay, ich hätte deutlich mehr gedacht. Keine Ahnung, weil er hat das so gehypt. Millionen Euro unter den Hammer. Aber 135. Für diesen 300 SLR Uhlenhaut könntet ihr auch 540 neue 992 GT3 RS. Es ist schon derbe krass. 135 Millionen für ein Auto. Das ist verrückt. Oder 1350 BMW M4 G82 kaufen. Aber ich würde sagen, die Sammlung, die Mr. Beast gefahren ist, kann sich trotzdem sehen lassen. Ja, ja, der war bei mir. Oh, Scheiße! Oh Gott, das ist so mies. Ich fühle das wirklich. Elternsprechtag war immer der schlimmste Tag. Die Eltern hatten die ganze Zeit keine Ahnung. Sagen wir es mal so, es ging immer von meiner Mutter aus. Ich glaube, ich habe von meinem Vater nie Ärger wegen der Schule bekommen, sondern immer nur von meiner Mutter. Aber dann doppelt. Leben! Oh, du hast so Glück, dass du schon schläfst. Na warte, morgen kannst du was erleben. Ich wusste, ich habe am nächsten Tag Computerverbot. Also nehmt euch kein Beispiel an Paletto. Ich sag's, zieht eure Schule durch. Ist wirklich so. Ich weiß, ich klinge wie eure Eltern, aber es ist for real. Ist das noch ein echter Lamborghini? Wer heute an Lamborghini denkt, der... Naja, was soll ich... Ach so, Elektroauto. ...sagen. Aber das könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Denn schon heute kann man keinen reinen Verbrenner mehr bei Lambo bestellen. Denn neue Bestellungen für den Urus und Huracan werden jetzt schon nicht mehr angenommen. Der neue Renuelto ist bekanntermaßen ein Plug-in-Hybrid und auch der Urus wird bald teilelektrisiert. Aber was haben die Italiener jetzt in Pebble Beach vorgestellt? Dieses SUV hört auf den Namen Lanzador und ist Lamborghinis Vorstellung seines ersten vollelektrischen Autos. Dieses vierte mögliche Modell könnte ab 2028 auf dem Markt geil und soll aus. Die perfekte Kombination eines Supersportwagens für den Alltag sein. Expressives Design, 23 Zoll Räder. Das Ding ist, ich will diese
wie sagt man, Debatte auch gar nicht aufmachen. So, es gibt Leute, die haben mehr Bock auf Elektro und es gibt Leute, die haben mehr Bock auf Benziner. Ich, also das Thema. Boah. Geiler Abend mit euch. Ja, Mann. Ja. Ey, da kommt unser bester Fahrer. Ey, danke nochmal fürs Fahren. Ich hasse euch so sehr. Was? Mir ist gestern nüchtern als Fahrer klar geworden, dass ihr die schlimmsten Menschen auf der Welt seid. Das ist wirklich so. Also ich glaube, jeder, der schon mal mit seinen Kollegen unterwegs war und man war der Fahrer, es ist einfach so, wenn du selber gerade vielleicht nicht in Lünen so dies, das, Junge, dann fällt dir auf, wie ätzend manchmal besoffene Leute sind. Du bist eine Minute, bevor wir gehen wollten, weg und bist für 3 Stunden verschwunden. Oh. Und du konntest deine Rechnung nicht zahlen, weil du Kartenpin mit Handypin verwechselt hast. Du schuldest mir richtig viel Geld. Und wegen dir mussten wir 7 Mal auf der Heimfahrt anhalten, weil du dachtest, du musst kotzen. Ja, okay, aber das ist ja besser als ins Auto. Dann hast du trotzdem ins Auto gekotzt. Also lach du nicht. Du hast im Auto vor uns einen Mittelfinger gezeigt und dann sind die ausgestiegen und haben mir eine Schelle gegeben. Oh, oh. Sorry. Ey, der arme Typ, ihr Assis. Du hast so tief geschlafen, dass ich dich zu Hause nicht wecken konnte. Und dann musste ich deinen Schlüssel aus deiner ekligen Tasche holen und dich reintragen. Und drin warst du aber topfit wieder. Ey, ja, aber trotzdem. Oh Mann. Ja, ich würde, also, war exakt wenn so. Was deine Mutter früher gemacht hat, wusstest du, es wird ernst. Leben, komm mal kurz. Mama, ich kann jetzt nicht. Gleich. Nix gleich. Jetzt. Nein. Eins. Oh, Scheiße! 2! 3! Ich bin da! Nächstes Mal kommst du sofort! Eieiei. Ja, fühle ich. Ich habe noch nie sowas Dreistes gesehen. Noch dreister als meine dutzenden TikTok-Faker. Denn anscheinend gibt es Leute, die meine Videos auf Spotify hochladen. Ah ja, das habe ich auch schon gesehen. Also, das machen die bei total vielen YouTubern. Warum? Bro, re-upload mein Video auf Spotify? Ja, ja, und dann aber auch teilweise nur der Sound, nicht das Video. Als Podcast? Man sieht dein Screen Recording. Wer schaut überhaupt Videos auf Spotify? Also, wo ist der Vorteil? Da gibt's wirklich voll viele. Ihr könnt mich da nicht mal abonnieren. Deswegen, hört euch lieber den Kottbruder-Podcast an von mir und German Let's Play. Komplett kostenlos, gönnt euch. Und ich bin nicht der Einzige, der auf Spotify beklaut wird. Was lädt ihr alles hoch? Sandra und Luca prangen den Chat. Mein ich da auch? XSL Challenge Basti GHG? Euch erwartet das maximale Chaos. Zusammengestellt aus 7, 6 Leuten. Ich hoffe, du schaust dieses Video hier gerade nicht über Spotify. Das wär's. Alles klar. Schicke dieses Video an eine Person, um wirklich diesen interessanten Fakt zu teilen. Doch, heutzutage ist Bildung sehr wichtig. Doch. Ja. So, du kleine Ratte, ich weiß nicht, hast du es mitgekriegt? Forscher haben herausgefunden, dass ein Gehirn im Jahre 2023 so aussieht. Ja, aber wie sah sieht so aus, oder nicht? Voll interessant, wie es ausschaut. Doch bei dir sieht's so aus. Ja, das stimmt. Der dicke Dachdecker deckt das Dach nicht, mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr. Oh, warte, wer als erstes blinzelt? Warte, ich will. Der dicke Dachdecker deckt das Dach nicht, mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach. Ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Ich frage mich, was ihr mit diesem Krach bezweckt. Der dicke Dachdecker, der das Dach da deckt. Und warum er das Dach nicht etwas sachter deckt und ob sich das heute noch über den ganzen Tag erstreckt. Ich sage es konkret, dieser Dachdecker geht mir sowas von fett auf den Wecker mit seinem elektrischen Dachziegelschneidegerät. Von Black und Decker, mit dem arbeitet er leider von früh bis spät. Ich gehe da gleich rüber und mecker, bevor das hier ewig so weitergeht. Und zieh den Stecker. Ich hab gewonnen. Das sind die 3 teuersten Flüssigkeiten der Welt. Das Gift des Mittelmeerskorpions kostet extrem viel. Bis zu 10, teilweise sogar bis zu 30 Millionen Euro pro Liter. Aus dem Gift können Medikamente hergestellt werden. Vielleicht sogar bald eins gegen Krebs. Auf Platz 2. Ja, aber wie, also... Weil das Enzym namens Pyrophosphatase. 1 Liter davon kostet rund 60 Millionen Euro. Ja, aber wie stellt man das denn her? Bei diesem Skorpion, hat man dann so eine riesige Skorpionfarm und dann werden die da so, kann man die melken? Kann man Skorpione melken? Meine ganze Familie ist im Urlaub. Bleiben nur noch Aaron, ich, ein ganzes Haus plus Garten. Und was gibt's da Besseres, als das Spielzeugauto eines Bruders über eine riesige Rampe aus dem Haus auf das Trampolin zu schießen? Und genau das machen wir jetzt. Wenn der kaputt geht, sind wir so am Arsch. 2, 1. Wow! Oh ja! Plötzlich ist dann einfach die Drohne abgestürzt. Mein Problem, ich kann nicht kochen und werde deshalb nur noch Brot essen. Außer ihr liked dieses Video 50.000 Mal, dann weiß ich, ihr wollt ein verzweifeltes Kochvideo. Oh ja,
Ich liebe Kochvideos. Ich freue mich auch so, wenn ich im neuen Haus bin, dass ich dann endlich wieder Kochvideos machen kann. Also ich kann nicht kochen, aber ich habe trotzdem Bock auf Kochvideos. Ich wurde von einem Multimillionär nach Dubai eingeladen, um einen Fallschirmsprung aus 4000 Metern Höhe zu machen. Wait, what? Ich habe mich natürlich direkt auf den Weg gemacht und musste erstmal 7 Stunden fliegen. In Dubai angekommen, war ich mega geflasht von den Häusern, meinem Hotel und dem absoluten Traumzimmer. 2 Stunden nach Ankunft wurde ich dann einfach auf eine Yacht eingeladen, um den Gastgeber persönlich kennenzulernen. Es war absolut verrückt, wie groß sie war und wie... Ja, und wer ist denn jetzt der Gastgeber? Gab. Am nächsten Tag war es dann soweit und es ging los zum Fallschirmsprung. Ich habe mir wirklich fast in die Hosen gemacht, weil ich so aufgeregt war. Dort angekommen wurde ich dann bereit gemacht für den Sprung und die Aufregung wurde immer höher. Als ich dann aber im Flugzeug saß, wusste ich, es gibt kein Zurück mehr. In 4000 Metern ging dann plötzlich die Türe auf und wir sprangen aus dem Flugzeug. Das Gefühl... Sowas will ich an sich auch gerne irgendwann mal im Leben machen, also so ein Fallschirmsprung. Irgendwie traue ich mich aber nicht ein bisschen, weil wenn das in die Hose geht... War wirklich unbeschreiblich. Ich habe mich gefühlt wie ein Superheld. Doch ich war dann echt wieder froh, am Boden zu sein. Würdet ihr euch so einen Sprung trauen? Ja, ich weiß es echt nicht. So Leute, ich gehe jetzt Fallschirm springen. Das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.